Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Grate. Heute werde ich euch zeigen, wie wir unseren Gasgrill reinigen, und zwar in ganz einfachen 10 Schritten zur vollständigen Reinigung des Gasgrills. Los geht's! Vorweg soll gesagt sein, eine solche Grundreinigung, wie ich die heute hier vornehmen werde und euch zeigen werde, empfehle ich euch nicht für wöchentlich oder monatliche Anwendung, sondern maximal für 2-mal im Jahr. Die Gefahr besteht nämlich, wenn wir das häufiger machen, dass wir uns den Grill auf Dauer kaputt putzen, weil wir eben mit scharfen Reinigern an so einen Grill rangehen müssen, damit er überhaupt sauber wird. Und was das für Reiniger sind und wie wir da genau systematisch vorgehen, das zeige ich euch jetzt. Als ersten Schritt werden wir jetzt unseren Grill erstmal ausräumen. Das bedeutet, wir werden alle Gussroste hier runterpacken. Dann werden wir unsere Flammbleche herausnehmen. Unsere Abtropfpfanne kommt auch heraus. Und zum Schluss noch die Gasflasche. Wenn wir das gemacht haben, sollte unser Grill jetzt so aussehen. Und können den Grill jetzt präparieren. Entweder wir können die Brennereinheiten jetzt auch noch ausbauen. Oder wenn euch das zu kompliziert ist, zu aufwendig ist, zeige ich euch jetzt, wie wir die auch drin lassen können, ohne die bei der Reinigung zu beschädigen. Moment. Bevor wir mit der Reinigung weitermachen, kurz der Hinweis, normalerweise bin ich nicht nur am Putzen, sondern ich grille mit diesem Gerät. Und das steht auch nicht da vorne vor der Garage, sondern hier. Und wir machen hier richtig coole Rezepte, Tests, Vergleiche und so weiter. Wenn ihr darauf Bock habt, davon ein paar Videos zu sehen, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und schaut euch ein paar andere Videos an. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Jetzt geht's weiter. Dafür nehmen wir uns nämlich jetzt eine Alufolie der Marke eurer Wahl und werden damit die Brennereinheiten jetzt umwickeln. Wenn ihr, so wie ich auch, eine Hochtemperaturzone in eurem Grill habt, dann macht ihr mit der dasselbe wie mit den Brennern. Für den nächsten Schritt braucht ihr einen solchen Holzspatel. So einen Holzspatel bekommt ihr eigentlich in jedem etwas größeren Supermarkt, die Raclette-Zubehör verkaufen. Das ist nämlich einfach so ein Raclette-Spatel. Den habe ich jetzt zum Beispiel bei Kaufland geholt. Ist jetzt keine Werbung oder so, einfach nur damit ihr wisst, wo ihr hinfahren könnt, wenn ihr sowas nicht findet. Und mit diesem Holzspatel werden wir jetzt die ersten Verkrustungen, die hier überall am Grill sind, schon mal entfernen, damit nachher der Reiniger auch wirklich nachher an die hartnäckigen Sachen drankommt. Dafür gehe ich jetzt also mit diesem Holzspatel hier einmal alles ab. In unserem nächsten Schritt kommt auch schon der Reiniger ins Spiel. Bevor ich zu diesem Reiniger aber komme, noch ein paar Sicherheitshinweise. Und zwar seht ihr, ich trage jetzt schon die ganze Zeit hier solche Handschuhe. Das ist natürlich wichtig, weil der Grill ist dreckig, ich will mir die Pfoten nicht so dreckig machen. Aber jetzt, wenn ich mit dem Reiniger ins Spiel komme, wird es besonders wichtig. Und da möchte ich euch einfach mal darauf hinweisen, dass diese typischen Grillhandschuhe, die man benutzt für Marinaden zum Einschmieren, diese dünnen Latexhandschuhe, die sind nicht geeignet für solche Chemikalien. Wenn ihr die benutzt und damit euch eure Hände schützen wollt vor einer solchen Chemikalie hier, dann wird das nicht funktionieren. Dafür sind die nicht ausgelegt. Deswegen kauft euch im Baumarkt oder eben online, bestellt euch Handschuhe, die diese Chemikalien auch aushalten können. Und das sind eben solche wie diese hier. Zusätzlich empfehle ich euch eine Schutzbrille. Das sind alle Sicherheitsmaßnahmen, die ich euch nur empfehlen kann. Und die werde ich auch hier in dem Video anwenden. Allein, weil ich eine Vorbildfunktion habe. Und wenn ich was erkläre, möchte ich das auch richtig erklären. Und das gehört einfach dazu. Ob ihr das macht oder nicht, ist nachher eure Verantwortung, wenn ihr über 18 seid. Ansonsten die Verantwortung eurer Eltern. Aber so viel unter 18-jährige Zuschauer habe ich nicht. Also kommen wir zum Reiniger. So, Reiniger habe ich mich hier entschieden für den Dr. Becher. Das ist ein sehr bekannter, sehr beliebter Grillreiniger. Das ist jetzt hier der Backofen- und Grillreiniger von Dr. Becher. Die haben auch noch andere Produkte, die auch sehr gut funktionieren. Und die sind auch wirklich sehr gut. Sind mit die besten. Manche schwören drauf, sagen, das sind die besten. Aber es gibt auch noch andere Produkte, die eine ähnlich gute Leistung erbringen. Und ich werde euch unten einfach mal ein paar andere auch noch verlinken. Wenn ihr jetzt sagt, den möchte ich nicht und ihr wollt euch einen anderen holen, dann kann ich euch da auch noch ein paar andere empfehlen. Aber ich habe jetzt den hier und damit werde ich jetzt meinen Grill einsprühen, das zeige ich euch. Kurz noch vorweg für alle, die ein Thermometer in ihrem Gasgrill verbaut haben. Dieses werden wir vorher abmontieren, damit dieses nicht beschädigt wird. Dafür schrauben wir in der Regel
hier unten diese Flügelschraube ab und können dann dieses Thermometer einfach entnehmen und zur Seite legen. Jetzt sind wir bereit zur Reinigung und werden jetzt den Grill von innen komplett mit dem Dr. Becher einmal einsprühen. Es gibt auch Flaschen mit so einem Pinsel, dann müsst ihr einfach mit dem Pinsel alle Flächen einpinseln. Wenn wir jetzt alles fertig eingesprüht haben, sodass überall ein bisschen was von dem Reiniger hingekommen ist, dann werde ich jetzt hier einmal den Deckel schließen und wir werden das Ganze einige Minuten einwirken lassen. Während der Gasgrill jetzt einweicht, werden wir uns um die restlichen Edelstahlkomponenten kümmern. Dafür gehen wir wieder vor wie beim Gasgrill, das heißt erstmal mit einem Holzspatel werden wir jetzt hier die hartnäckigen Verkrustungen, die oberflächlich sind, einmal abschaben und im Anschluss werden wir mit dem Dr. Becher einmal auch diese einsprühen. Kommen wir nun zu einer der härtesten und auch schlimmsten Verschmutzungen, und zwar die Verschmutzung der Abtropfwanne und der Auftropfschale. Dafür nehmen wir uns zunächst wieder unseren Spatel und werden erstmal alle groben Verschmutzungen von dieser Abtropfwanne hier runterschaben und alles in die Auffangschale reinschaben. Wenn wir das geschafft haben, dann nehmen wir uns unsere Abtropfschale hier unten einmal raus und das werden wir jetzt im Müll entsorgen. Dann nehmen wir uns jetzt auch wieder unseren Dr. Becher und sprühen alles ein. Wenn der Reiniger jetzt 10 Minuten eingewirkt hat oder wenn ihr eben anderen Reiniger habt, der vielleicht ein bisschen länger oder kürzer einwirken muss, dann werden wir das Ganze jetzt einmal mit Wasser ausspülen. Dafür könnt ihr euch einfach einen Gartenschlauch nehmen, das funktioniert auch, weil der Reiniger an sich schon aggressiv genug ist. Oder eben ein Hochdruckreiniger, was nochmal deutlich effektiver ist und ein bisschen mehr noch was an Dreck wieder wegnimmt. Und dann werden wir schauen, wie sauber der Grill ist. Nun kümmern wir uns noch um die Außenseite unseres Grills und dafür benutze ich keinen wirklich scharfen Reiniger, sondern ganz handelsübliches Spülmittel und das eben in Wasser auflösen. Dann nehme ich mir einen Schwamm und dann mache ich den Grill von außen einmal sauber. Ich habe die Zeit genutzt und mir mal ein frisches T-Shirt angezogen. Bei den Temperaturen aktuell kann man sich täglich dreimal umziehen. Das Ganze durfte jetzt trocknen. Ich habe alles wieder zusammengebaut. Das heißt, unten die Gasflasche rein, unsere Abtropfwanne und Auffangschale ist drin. Unsere Flammenbleche sind drin und unser Gussrost ist wieder drin. Die Alufolie von den Brennern ist natürlich auch entfernt. Und wir werden jetzt noch mal zum letzten Punkt kommen. Und zwar werden wir das Ganze jetzt noch mal ausbrennen. Das hat den Hintergrund, dass der Grill jetzt noch mal richtig getrocknet wird. Vor allem aber alle Rückstände vom Reiniger noch mal pulverisiert werden, damit wir nachher, wenn wir hier grillen, auch von diesem Reiniger nichts mehr irgendwie ans Essen bekommen können, sondern das Ganze hier wieder wirklich clean ist. Und last but not least werden wir damit dann auch nochmal die Gussroste reinigen. Zeige ich euch auch noch kurz. Jetzt schauen wir erstmal, ob die Brenner das Ganze überlebt haben. Dafür werden wir die einfach nach und nach zünden. Brenner Nummer 1 funktioniert. Funktioniert. Wunderbar. Funktionieren alle vier. Dann schauen wir jetzt auch nochmal hier nach unserer Prime Zone. Das ist hier unsere 800 Grad Infrarotzone. Die funktioniert elektrisch. Ja. Und auch die funktioniert. Wunderbar. Die mache ich jetzt aber aus, oder? Nee, die lasse ich natürlich auch brennen, weil auch hier haben wir natürlich gereinigt und auch hier das muss ausbrennen. Und das werden wir jetzt so einfach einige Minuten lang wirklich richtig heiß werden lassen, den Grill volle Pulle aufdrehen, kurz wenige Minuten
auf voller Temperatur lassen und dann werden wir die Gussroste abbürsten. Nachdem die Pyrolyse jetzt ihre Arbeit verrichten durfte und der Grill jetzt einige Minuten deutlich über 300 Grad heiß war, werde ich jetzt mit meiner Edelstahlbürste das Grillrost einmal abbürsten. Ihr könnt natürlich auch eine Messingbürste benutzen, das was ihr eben besser findet. Und damit werden wir jetzt das Gussrost einmal schön abbürsten. Nach dem Abbürsten werde ich jetzt die Brenner alle wieder ausmachen. Und unmittelbar danach werde ich mir jetzt hier, ich habe jetzt so ein Backtrennspray, irgendwas könnt ihr da nehmen. Ihr könnt auch einen Silikonpinsel und normales Öl nehmen. Aber ihr müsst jetzt die Gussroste möglichst schnell noch einfetten, solange sie noch richtig heiß sind. Und damit werde ich jetzt hier die Gussroste einsprühen. Und deswegen haben wir jetzt die Brenner ausgemacht, damit das Ganze hier natürlich keine Flammenbildung gibt. Ich mache den Grill nochmal auf und das Ganze darf jetzt verdampfen. Und dann haben wir den Grill grundlegend gereinigt und die Gussroste auch noch mal gereinigt und gepflegt. Und so ist der Grill jetzt fertig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen, einen Kommentar. Auch wenn ihr dieses Video teilt, weil Grillreinigen ist doch ein relativ wichtiges Thema, damit es zum Beispiel keinen Fettbrand und so weiter gibt und der Grill natürlich auch lange hält, würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zum Thema Grillreinigung in die Kommentare. Habe ich was vergessen? Habt ihr noch was zu ergänzen? Nur mit euren Kommentaren wird dieses Video mit Sicherheit 100% vollständig. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann auch nicht alles perfekt und richtig machen. Wenn ihr dazu noch eine Meinung habt, schreibt die mir in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar und beantworte jeden Kommentar. Damit verabschiede ich mich für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.